Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Kirche in Not vor Ort, heute aus dem Maternussaal in Köln. Darum lasst uns allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen, das schreibt der Apostel Paulus im Galaterbrief. Solche Glaubensgenossen sind in den letzten 2-3 Jahren zu uns gekommen. Christen auf der Flucht vor Krieg, Terror und Verfolgung. Doch reden wir von Flüchtlingen in Deutschland, dann reden wir meistens über die Muslime. Sie sind ja auch die Mehrheit. Aber es gibt eben auch diese kleine Minderheit von christlichen Flüchtlingen. Wie es ihnen in Deutschland ergeht und was wir für sie tun können, darüber möchte ich heute mit 3 hochrangigen Gästen sprechen. Ich begrüße Bischof Anbar Damian, den Generalbischof der koptisch-orthodoxen Kirche in Deutschland. Archimandrit Dr. Andreas Thiermeier, er ist Flüchtlingsseelsorger des Bistums Eichstätt, und Pfarrer Dr. Gottfried Martens von der evangelisch-lutherischen Dreieinigkeitsgemeinde in Berlin-Steglitz. Herzlich willkommen zu dieser ökumenischen Runde. Exzellenz, lieber Bischof Damian, Sie sind das Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Christen in Deutschland. Wie viele sind das denn überhaupt und woher kommen die? Erstens möchte ich mich ganz herzlich bei der Päpstlichen Stiftung Kirche in Not für diese liebenswürdige Einladung bedanken und Ihre großartige Arbeit würdigen, loben. Ich kenne Kirche in Not seit vielen Jahren und habe ich eine Hochachtung für diese wunderbare Päpstliche Stiftung, auch für die Freundlichkeit und Offenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Geschäftsführung. Also ich bin sehr begeistert vom Kirche Not und bete, dass Gott ihren Dienst mit Erfolg krönt. Ich bin sehr gerne gekommen. Die Wahl des Treffens in Köln begeistert mich, denn einer unserer Vorväter ist ein sehr bekannter Patron hier, nämlich Girion. Der ist ein Ägypter und gehört zu den Kameraden des heiligen Mauritius. Er ist ein Märtyrer, wir sind eine Märtyrerkirche. Über 12.000 Kopten leben jetzt in Deutschland. Allein in den letzten 3 Jahren kamen ca. 6.000 Kopten als Flüchtling, meistens über Georgien, füllten die vorhandenen Gemeinden und bildeten neue Gemeinden, wie in Münster, in Bielefeld, in Dortmund und in Minden, Westfalen. Es sind sehr viele aus Minia, aus Mittelägypten, und kamen unmittelbar nach der Regierung von Morsi. Warum sind die Menschen geflohen? Man fliegt, wenn man keine Sicherheit zu Hause hat, wenn man Psychoterror erleiden muss oder wenn die Lebensbedingungen ihm entzogen werden. Menschen verlassen sehr ungern ihr Heimatland. Papst Schinode sagte, Ägypten ist ein Land, das in uns lebt. Es ist nicht nur ein Land, in dem wir leben dürfen. Ägypten lebt in uns. Die Liebe des Vaterlandes ist bei uns sehr groß geschrieben. Das ist das Land, das vom Blut der Märtyrer gesättigt ist. Wir verlassen sehr ungern unsere Heiligtümer. Wir verlassen sehr ungern unser Vaterland. Aber wenn wir nichts anders können und wenn das Leben nahezu unmöglich zu sein scheint, dann fühlen sich die Menschen gezwungen, ihr Land zu verlassen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft. Niemand flieht freiwillig, wie Sie es gesagt haben, Bischof Damian. Genau. Sie haben sich ja auch von Anfang an sehr stark in der Flüchtlingshilfe engagiert. Sie betreiben zum Beispiel ein Aufnahmelager in der Nähe von Höxter, Ihrem Kloster. Wie ist es denn dazu gekommen? 1997 habe ich eine Riesenkaserne der deutschen Luftwaffe erworben. Die wurde genutzt für die Stationierung der Soldaten, die die Grenze zur DDR überwacht haben. Und mit dem Mauerfall war die Kaserne überflüssig. Dann dachte ich, auf die Empfehlung des katholischen Bischofes, katholischen Priesters, Bartholdus in Borkholz, und auf Empfehlung und Bitte des örtlichen Bürgermeisters, die mir gesagt haben, ihr Kopten habt ihr das Kloster in Brinkhausen mit Leben erfüllt. Könntet ihr nicht mal vorstellen, diese tote Kaserne mal mit Leben zu füllen? Aber ich sage, jawohl, das übernehmen wir.
Wir haben ökumenische Veranstaltungen gemacht. Wir waren Gastgeber für die Jesus Freaks, die ihre Festivals gemacht haben mit 7000 Menschen aus der ganzen Welt. Und irgendwann kam die Bezirksregierung Arnsberg auf uns zu. Wir wollen Flüchtlinge dort unterbringen. Könntet ihr das zustimmen? Könntet ihr euch das vorstellen? Aber ich sage, als Kirche, wenn die Kirche das nicht zustimmt, wer sonst? Jawohl, das machen wir. Aber wir standen vor einer hochkomplizierten Reihe von Themen, die man lösen kann, damit dieses Zentrum geeignet werden kann für die Aufnahme von Flüchtlingen. Mit der Hilfe meines Nachbars und Bruders, Archimandrit Dr. Abraham Thiermeier, und unser gemeinsamen Bruder und Bischof Dr. Gregor Maria Hanka, war es möglich, sehr viele komplizierte Vorschriften zu erfüllen. Und auf diese Art und Weise gelang es uns, die Infrastruktur so zu verbessern, dass mehr als 600 Menschen dort leben. In der Zwischenzeit gilt diese Anlage, diese Zentralunterbringungseinrichtung, zu einem Vorzeigeprojekt auf Bundesebene. Und dort können sogar Behinderten wohnen. Und da bin ich sehr glücklich. Danke. Bischof Damian, der Applaus ist berechtigt. Sie leisten dort wirklich Großes. Wir kommen dann später noch drauf. Sie haben es angesprochen. Es ist durch die Vermittlung des Eichstätter Bischofs, Dr. Gregor Maria Hanke, der ja auch Vorstandsvorsitzender von Kirche Not Deutschland ist, möglich geworden, diese Einrichtung zu errichten. Damit bin ich bei Ihnen, lieber Archimandrit Thiermeier. Es gibt ja in Eichstätt nicht nur gute Verbindungen zu den koptisch-orthodoxen, sondern eigentlich zu vielen Ostkirchen. Dafür stehen Sie mit Ihrer Person, aber auch mit Ihrem Namen. Und deshalb habe ich vorab eine kleine Nebenfrage, die, glaube ich, auch viele hier im Saal interessiert. Sie sind Archimandrit. Was ist das? Ein Archimandrit ist nach dem byzantinischen Ritus wie ein Abt. Das heißt, der Titel wird nicht einfach via Postbote vergeben, sondern das ist eine Weihe. Und wenn ich im byzantinischen Ritus einen festlichen Gottesdienst zelebriere, zelebriere ich mit Mitra und Stab. Also, und wenn man in Eichstätt jemanden braucht mit Hut und Stock, dann werde ich mit eingeladen. Willkommen Sie. Sie sind ja auch Vater in anderer Hinsicht, nämlich Vater Seelsorger für Flüchtlinge. Sie wurden dazu 2015, glaube ich, ernannt. 2014 schon. Umso mehr war das damals und vielleicht auch heute noch bundesweit einmalig, einen Flüchtlingsseelsorger zu haben im Bistum Eichstätt. Was sind da Ihre Aufgaben? Zunächst habe ich unseren Bischof schon 2 Jahre vorher genervt, dass man etwas tun muss für die Flüchtlinge. Und somit habe ich dann auch diese Aufgabe, ohne dass ich sie gewollt habe, bekommen, die erste Aufgabe in meinem Leben neidlos bekommen. Und ich hatte dann von null an diese Strukturen aufzubauen in den Verein hinein, aber auch in den Kontakten zu den verschiedenen Konfessionen des christlichen Ostens, die bei uns waren. Es galt immer wieder zu vermitteln, auch ein Verständnis in die Pfarreien hinein, was sind denn Ostkirchen? Wenn ein Pfarrer anruft und sagt, was ist ein Chaldäer? Ist das ein Moslem oder ein Christ? Ja, dann musste man natürlich da vielleicht einmal auch ein bisschen Klarheit schaffen. Und diese Dinge sind geschehen. Das Gleiche ist gewesen, dass wir Helferkreise versucht haben, in den Pfarreien mitzuorganisieren, besonders auch sie zu vernetzen untereinander. Denn nicht jeder muss von Null anfangen. Es gab schon Erfahrungswerte. Und am Anfang war es auch sehr nötig, gegenüber den Landratsämtern die entsprechenden Kontakte herzustellen. Und so hat bei uns halt alles irgendwo so sich getroffen, von den medizinischen Problemen über die seelsorgerlichen Probleme. Was angefallen ist, das habe ich versucht zu tun, als Anwalt der Flüchtlinge zunächst, ohne Ansehen, ob es ein Christ ist oder ein Moslem ist. Und das hat sich rumgesprochen. Mein Büro ist in einem ehemaligen Kloster der Maria-Wart-Schwestern. Und
Es ist umgeben von den Hochzeiten von 300 Flüchtlingen und mehr. Jetzt ist es etwas zurückgefahren. Und wenn man weiß, hinter dieser Tür ist einer, der sich um uns kümmert, dann können Sie sich vorstellen, da kommt alles daher. Das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass man dafür keinen Neid erntet, wenn man so ein Pionier ist, wie Sie es waren. Ich habe gesagt, es war damals bundesweit einmalig. Mittlerweile sind viele Diözesen nachgezogen, aufgewacht. Die Bischofskonferenz hat gehandelt. Was hat sich da getan seitdem? Nun, die Bischofskonferenz hat zunächst einmal den Erzbischof von Hamburg, Erzbischof Hesse, ernannt als den Verantwortlichen für die Migration. Er hat einen kleinen Staff gebildet und die meisten Diözesen haben jetzt irgendjemand, der verantwortlich ist, ob hauptamtlich, nebenamtlich, irgendwelchen Abteilungen angegliedert. Das ist nicht so klar. Aber viele haben jetzt auch sehr, sehr ernsthaft diese Dinge in die Hand genommen. Es wurden Menschen sensibilisiert, ja. Auch die katholische Kirche sensibilisiert. Für Sensibilisierung in der evangelischen Kirche, da steht Pfarrer Dr. Gottfried Martens. Es ist nicht untertrieben, wenn ich Sie als mittlerweile Medienstar, Medienprofi bezeichne. Man sieht Sie auf allen Kanälen. Auch deshalb, weil Ihre Gemeinde in Berlin-Steglitz, mitten in der Hauptstadt, vor wenigen Jahren, so habe ich es gelesen, 500 Gemeindemitglieder hatte und heute sind es, wahrscheinlich sind es jetzt schon mehr, 1500. Woher kommt dieses Wachstum? Letztlich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist nicht etwas, was wir selber zu tun haben. Ja, es ist tatsächlich ein Wunder. Ich war gut 20 Jahre lang Pfarrer in St. Marien in Zehlendorf, hatte dort erst einmal gearbeitet, viel mit russlanddeutschen Migranten, gerade mit vielen jungen Familien, die also kirchlich gar keinen Hintergrund mehr hatten, habe mit ihnen gearbeitet. 2008 kamen dann zum ersten Mal zwei Iraner zu mir aus Leipzig, wo ein früherer Missionar aus Botswana schon einen ersten Riecher dafür hatte, dass gerade Menschen aus dem Iran und Afghanistan besonders offen sind fürs Evangelium. Die wurden dort bei ihm getauft, kamen nach ihrer Anerkennung nach Berlin. Es blieb dann lange Zeit ganz klein, aber dann kam so langsam der nächste. 2011 habe ich zum ersten Mal selber einen ehemaligen Muslim getauft, und 2012 ging es dann schon.